der Blätter dunkle Hülle. Still sich Licht aus Sonnenschein. Es war eine schöne Zeit. In Weimar gewann ich meine geliebte Pauline, die mir als Schülerin nachgereist war. Nach einem Jahr als jugendlich dramatische Sängerin engagiert wurde und außer einer vortrefflichen Pamina Elvira, Elsa, Elisabeth, Evchen, sogar Kühn bis zu Fidelio und Isolde heranwuchs. Natürlich zu früh, aber durch ihre Jugendlichkeit und ihr großes Spieltalent in mancher Hinsicht besonders reizvoll. Und durch Kreierung des Hänsels und der Freiheld Humperdinck und mir große Autorenfreude bereitete. Damals fing auch Cosima Wagner an, mit der mich dann langjährige Freundschaft verband, sich für uns zu interessieren. Und als sie zu einem von mir dirigierten Lohengrin nach Weimar kam, erwählte sie Pauline zu einem Blumenmädchen und Hirtenknaben, woraus sich dann bei den Festspielen 1891 Elisabeth entwickelte, nachdem sie Pauline bei einem Bayreuther Konzert kennengelernt hatte. Wenn du es wüsstest, was Träumen heißt, von brennenden Küssen, von Wandern und Ruhen, mit der Geliebten Auge in Auge und kosend und plaudernd. Wenn du es wüsstest, du neigtest dein Herz. Wenn du es wüsstest, was Bangen heißt, in einsamen Nächten umschauert vom Sturm, da niemand tröstet milden Mundes die kampfmüde See. Wenn du es wüsstest, du kämest zu mir. Wenn du es wüsstest, was thank you.
Herr Strauß, das kommt ja alles wie ein Sturzbad. Ich bitte Sie, um Gottes Willen, sich nicht so übermäßig zu freuen. Sie wissen selbst am besten, wie viele Fehler ich habe. Und ich sage Ihnen aufrichtig, es ist mir trotz allem Glücksgefühl, was mich überkommt, manchmal entsetzlich bang. Werde ich Ihnen das sein können, was Sie verlangen und was Sie verdienen? Darf ich nicht zuerst in Hamburg gastieren, um wenigstens voll Stolz meinem verehrten Lehrer auch einen schönen Erfolg aufweisen zu können? Überschätzen Sie mich denn nicht? Und Ihre Eltern und Hanna kennen ja auch meine Launen. Ach Gott, und nun soll ich so plötzlich ein wahres Muster von Hausfrau werden, damit Sie sich nicht enttäuscht fühlen. So schnell, lieber Freund, brauchen wir wirklich nicht zu heiraten. Wenn sich jedes zuerst allein gewöhnen könnte, in seinem Berufe alles Glück zu finden. Sie in München und ich in Hamburg. Oh, bringen Sie bitte meinen Kontrakt mit. Verzeihen Sie diesen Brief, aber ich bin von zwei Gefühlen, des Glückes und der Angst vor einem neuen Leben, so befangen, dass ich nur halb zurechnungsfähig bin. Bitte lassen Sie mich wenigstens hier noch recht viele Partien singen. Das wird mir über manches hinweghelfen. Ich bin ungemein fleißig im Studium der Freiheit. Das größte Glück ist eben doch unsere Kunst, lieber Freund. Vergessen Sie das nicht. Für heute kann ich nicht mehr. Nehmen Sie bitte gar nichts übel. An die teuren Ihrigen die ergebensten Grüße. Ich küsse Ihrer verehrten Maman die Hand und bitte alle, Geduld mit mir zu haben. Leben Sie wohl und werden Sie so glücklich, als Sie es verdienen. Ihre aufrichtige Pauline de Ahna, Weimar, 24. März 1894. Aufhebe die funkelnde Schale empor zum Mond und trinke mein Freudenmahle, dein Herz gesund. Und wenn du sie hebst, so winke mir heimlich zu, dann lächle ich. Und dann trinke ich still wie du, und still gleich mir betrachte uns, dass hier der Trunk der Schwätzer. Verachte sie nicht zu sehr, nein, hebe die blinkende Schale gefüllt mit Wein und lass beim lärmenden Mahle sie glücklich sein. Doch hast du das Mahl genossen, den Durst gestillt, dann verlasse der lauten Genossen festfreudiges Bild. Und wandle hinaus in den Garten zum Rosenstrauch. Dort will ich dich nach altem Brauch, und wieder an die Brust dir sinke, wie du's gehofft, und deine Küsse trinke. Yeah.
Ich brauche diesen Sprühteufel von Frau, dieses ungezähmte Temperament, dessen Eigenart vielleicht nur ich verstehe. In der Sopranistin Pauline der Ahner hatte der Komponist die zu ihm passende Frau fürs Leben gefunden. Nicht nur als musikalisch verständige Partnerin, sondern auch als bodenständiges Korrektiv in seiner turbulenten Karriere als Dirigent und Komponist. 1894 heiratete das Paar und 1897 wurde Sohn Franz geboren. Pauline Strauß wird als äußerst temperamentvoll und burschikos im Umgang geschildert. Ihre ungebremste Direktheit war gefürchtet. Alma Mahler schreibt in ihren Erinnerungen: Pauline Strauß hatte einen starken musikalischen Instinkt, aber man musste sehr auf der Hut sein, um nicht irgendeine große Taktlosigkeit an den Kopf geworfen zu bekommen. Sie sagte alles heraus, was und wie sie es dachte. Er hatte das gern. Nach der Geburt des Kindes gab Pauline Strauß die große Bühne der Oper auf. Sie blieb aber zunächst für den Komponisten Strauß die bevorzugte Interpretin seiner Liedkompositionen. Nicht wenige seiner Lieder sind ihr gewidmet. Musikalische Porträts seiner Frau hielt Strauß sowohl in der Sinfonia Domestica wie auch in der Tondichtung Ein Heldenleben fest. Besonders aber gibt die Oper Intermezzo einen relativ unverblümten Einblick in das private Eheleben. Nach 1906 sang Pauline nicht mehr in der Öffentlichkeit. Kurz vor dem Ende seines Lebens hielt Richard Strauss 1947 in einem Gedächtnisdenkmal über seine Frau fest: Sie hat noch immer eine schöne, sympathische Stimme, durchaus poetischen Vortrag, was später beim Vortrag meiner Lieder ihr besonders in Amerika viel Beifall brachte. Dort schrieb ein Kritiker: Frau Strauss trug die Lieder ihres Gatten so lebendig vor, dass man glaubte, sie habe dieselben komponiert, während er ziemlich gelangweilt, overboard, am Klavier saß. Schade, dass sie sich zu früh dem schönen Beruf einer vorbildlich ausgezeichneten Hausfrau und Mutter zugewandt hat.